Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne will den Hafenbetreiber Hala mehrheitlich übernehmen. Das kündigte er gegenüber dem Hamburger Abendblatt an. Kühne kritisiert die Hala als schlecht strukturiert. Sie könne mit einigen Seehäfen nicht mithalten. Der Senat erklärte daraufhin, Hamburg habe nicht die Absicht, die Mehrheit an Investoren zu veräußern. Überdies kommentierte er Kühnes Vorwürfe nicht. Die AfD begrüßt dagegen Kühnes Aussage weitgehend. Linke und CDU bewerten sie unterschiedlich. Der Hafen verliert seit Jahren an Marktanteilen. Der Senat tut da nichts. Jetzt kommt Herr Kühne ins Spiel, macht einen Vorschlag. Ich bin schon für eine Öffnung im Hamburger Hafen. Man muss sich jetzt angucken, mit wem, mit wie vielen, sodass man nachher eine Neuordnung hinbekommt und weitere Investoren nach Hamburg bringt, die hier investieren wollen. Wir sehen das sehr skeptisch. Und zwar aus zwei Gründen. Wir wissen, dass es gut ist. Der Hamburger Hafen muss sich verändern. Der Senat ist da drin sehr schläfrig. Aber wir finden nicht, dass es ein privater Investor machen sollte. Und vor allen Dingen nicht auch Herr Kühne.